In diesem Video wird dir gezeigt, wie du für einfache elektrische Stromkreise Schaltbilder anfertigst. In diesem Bild sehen wir das Foto eines einfachen elektrischen Stromkreises, bestehend aus einer Batterie, zwei Kabeln und einem Lämpchen. Möchte man einen solchen Stromkreis zeichnen, so tut man das nicht willkürlich, sondern hält sich an eine fest angeschriebene Art von Symbolen und eine Art und Weise, diese anzuordnen. Das ist im zweiten Bild dargestellt. Die beiden parallelen Striche hier sind das Schaltsymbol für eine Batterie. Die senkrechten und waagrechten Verbindungen stellen die Kabel dar. Dabei gilt die Regel, dass diese tatsächlich nur senkrecht und waagrecht sein dürfen. Keine Kabel verlaufen schräg. Und das letzte Symbol schließlich mit dem X im Kreis steht für unser Lämpchen. Nochmal zur Wiederholung. Der Kreis mit dem X drin ist das Schaltsymbol für ein Lämpchen, die beiden parallelen Striche für eine Batterie und waagrechte bzw. senkrechte Linien symbolisieren die Kabel. Wir sollten uns auch nochmal daran erinnern, dass der längere Strich der Batterie für den Pluspol steht, der kürzere Strich für den Minuspol. Bedenkt bitte auch, dass die technische Stromrichtung stets vom Pluspol zum Minuspol ist. Das bedeutet in diesem Fall, dass der elektrische Strom in diese Richtung fließt.